Hi Leute, ich zeige euch heute Whistle Stop, ein Pickup and Delivery Spiel, bei dem wir die ersten interkontinentalen Eisenbahnlinien quer durch Nordamerika ziehen, von der Ostküste zur Westküste. Und auf dem Weg dahin sammeln wir alle möglichen Waren ein und liefern die auch an die Städte, die auf dem Weg liegen, aber vor allem natürlich an die Städte an der Westküste. Das ist das Hauptziel. Das Spiel habe ich schon mal aufgebaut für zwei Spieler. Am Anfang kommen hier, egal wie viele Spieler spielen, hier 9 Teile hin ohne irgendwas Besonderes drauf. Dann hier in der Mitte ein Trading Post, ein Coal Yard, 2 zufällige Städte, 3 zufällige normale Teile und ein zufälliges Sonderteil, was aber kein Trading Post, kein Coal Yard und kein Stadtteil ist. Also ganz einfach, die werden gemischt und dann ausgelegt. Und hier drüben kommen dann zufällige 8 Endteile hin. Ups, jetzt habe ich meine Kohle durcheinander geschmissen. Kein Problem, kriegen wir hoffentlich. So, reicht. Genau, die Endteile sind speziell markiert. Die haben ein bisschen dunklere Rückseite. Und es sind auch noch ein paar mehr in der Schachtel. Die habe ich nur jetzt schon wieder weggeräumt. Dazu gibt es dann noch von diesen Upgrades Anzahl der Spieler plus 2. Viele Upgrades. Oder mal 2. Ne, plus 2 war es, glaube ich. Genau, hier kommen die ganzen restlichen Teile, also alle mit hellgrüner Rückseite, egal was vorne drauf ist, die werden gemischt und auf die Stapel da verteilt. Und jeder Spieler bekommt 3 Startteile dann, wobei da mindestens ein Stopp irgendwo dabei sein muss. Also wenn einer wirklich 3 solche Teile haben sollte, wo überhaupt keine Haltestelle drauf ist, dann darf er nochmal neu ziehen. Genau, die sind natürlich geheim, sieht natürlich sonst keiner. Für mich jetzt zum Spielen, damit es ein bisschen einfacher ist, liegen die offen. Hier sind die von dem anderen Spieler. Jeder bekommt eine Pfeife und 2 Kohle, beziehungsweise wenn es mehr Spieler sind, dann der dritte 3 und so weiter bis der fünfte 5 Kohle. Und dann wird in umgekehrter Spielerreihenfolge werden die Züge hier platziert, und zwar immer einer, bis jeder alle seine Züge platziert hat. Auch die Anzahl der Züge richtet sich ein bisschen nach der Anzahl der Spieler. Beim Zweispielerspiel benutzt jeder alle 5. So, und damit fangen wir auch mal an. Also wie schon gesagt, wir wollen hier von Osten nach Westen einmal quer durch die USA. Und wie machen wir das? Am Anfang einer Runde, wenn der Startspieler dran ist, dann verteilt er hier die Kohle. Jeder kriegt immer 2 Kohle. Das wird auch am Spielanfang schon da alles hingelegt. Und dann kann ich im Endeffekt so viele Aktionen, wie ich will, wie ich bezahlen kann, wie ich machen will, aber maximal 4. Ja, und für die Aktionen benutze ich entweder Kohle oder Trillerpfeifen. So, und was kann ich damit machen? Mit einer Kohle kann ich einfach einen Zug, ein Feld weiter bewegen. Und mit einer Trillerpfeife kann ich entweder, kann ich, wenn ich möchte, ein oder 2 Felder weit ziehen, wobei das mittlere Feld dann einfach komplett übersprungen wird. Oder ich kann sogar in die entgegengesetzte Richtung losziehen. Denn wenn ich eine Kohle benutze, muss ich immer in derselben Spalte oder weiter links, weiter gen Westen landen mit meinem Zug. Bei der Trillerpfeife darf ich auch Richtung Osten wieder fahren. Gut, ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Es gibt 2 Arten von Ressourcen. Und zwar gibt es die häufigen Ressourcen. Das ist hier weiß, grau und braun. Das war, irgendwo stand es. Wo stand es? Genau, braun ist Holz, weiß ist Baumwolle und grau ist Schutt. Und dann gibt es noch die selteneren Ressourcen. Das sind rot, grün und blau. Und da war blau war Stahl, rot war Vieh und grün ist Whisky. So, nur damit wir es mal erwähnt haben. Und nachher sagt mir eh nur noch weiß, grün, grau, blau, was auch immer. Und damit würde ich sagen, fange ich einfach mal an. Und zwar blau beginnt. Und blau beginnt mal. Er gibt mal eine Kohle aus. Und fährt mal mit dem hier auf das weiße Feld. Wenn ich da lande, darf ich mir eine weiße Ressource nehmen. Insgesamt kann ich maximal 10 Ressourcen hier stapeln. So, dann fahre ich nochmal eins.
Und zwar, ja, ich kann auch mit derselben Lok zweimal fahren, das ist kein Problem. Ich kann beliebig oft mit einer Lok fahren. Dann fahren wir noch eins. Dann fahren wir hier direkt mal auf den braunen drauf. Und wir fahren noch eins. Und zwar fahren wir einfach mal hier oben auf blau. So. Warum habe ich das so gemacht? Ich habe das deswegen so gemacht, weil ich mir gleich am Anfang mal hier so ein Upgrade sichern möchte. Und zwar gibt es hier das Caboose. Keine Ahnung, was es auf Deutsch heißt. Egal. Auf jeden Fall kostet das zwei braune. Ist nachher drei Siegpunkte wert und hat die Eigenschaft, ich kann eine Kohle ausgeben und anstatt mit meinem Zug zu ziehen, kann ich ihn auch einfach stehen lassen und das Feld, auf dem ich stehe, einfach nochmal nutzen. So, das ist sehr praktisch. Das kostet zwei braune, kann ich als zusätzliche Aktion machen. Mir so ein Ding kaufen und damit ist mein Zug fertig. Die können wir alle schon mal wegräumen. So, und das war es schon an der Stelle. Dann ist Rosa an der Reihe. So, wo wollen wir denn mit Rosa hin? Für Rosa hatte ich mir hier drüben schon mal im Vorfeld was Schönes überlegt. Ist die Frage, ob ich das wirklich machen möchte. Vielleicht fange ich erstmal anders an. Ich fange mal damit an, dass ich mit dem da auf das Rote ziehe. Nehme mir ein Rotes. Dann ziehe ich mit dem hier auf das Grüne. Nehme mir ein Grünes. So, komme ich irgendwo auf Weiß. Ne, hier habe ich aber Weiß. Das ist okay. Und dann fahre ich mal mit dem da drüben auf Grau. Und jetzt fahre ich mal da. Das könnte schwierig werden. Fahre ich mal so rum. Also immer wenn ich hier von einem Teil runterfahre, dann darf ich natürlich ein Teil aus meiner Hand spielen, beziehungsweise muss ein Teil aus meiner Hand spielen, um das da hinzulegen. Und dafür bekomme ich ein weißes. So, am Ende meines Zuges darf ich auf 3 nachfüllen. Ich glaube, ich finde das hier ganz nett. Das nehme ich mir mal und dann wird einfach ein neues aufgedeckt. So. Okay, das war schon die erste Runde. Zweite Runde, jeder bekommt wieder 2 Kohle. Also ihr seht schon, es wird knapper. So, am Anfang hat man noch relativ viel Kohle. Später muss man ein bisschen zusehen, wo man die herkriegt. Aber dafür gibt es zum Beispiel so Sachen wie hier den Coal Yard. So. Und dementsprechend würde ich sagen, mache ich mich mal da auf den Weg. Mal gucken, wie passt denn das? Was ist das? Ja, das sieht auch gut aus. Also, mit dem Blauen ziehe ich mal. Ich benutze mal meine Trillerpfeife. So, jetzt darf ich ja ein Feld überspringen. Dann überspringe ich hier das Weiße und fahre direkt auf das Grüne drauf. Zack. Dann fahre ich mit demselben nochmal. Bekomme jetzt 2 Kohle dafür. Auch sehr schön. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Kohle. Und okay, wo wollen wir jetzt damit hin? Haben noch nichts Spezielles jetzt auf der Hand. Okay, ich könnte hier zum Beispiel nachher hin wollen. Na, dann hole ich mir mal ein Rotes, indem ich mit dem dahin fahre. Genau, also hier bei den Endteilen seht ihr nachher, was muss ich hier abgeben, was für Würfel und wie viele Punkte kriege ich. Wenn ich da ankomme und habe nicht die geforderten Sachen, dann verliere ich 5 Punkte. Hier zum Beispiel, hier 3, ja, je nachdem. Und eben solche Sachen gibt es auch hier in der Mitte. Ne? Also hier diese Stadt, die will zum Beispiel braun und weiß haben. Habe ich das nicht, verliere ich einen Punkt. Habe ich das, kriege ich 5 Punkte und gleichzeitig noch einen Aktienanteil an der Firma, die diese Stadt vertritt, wie auch immer. Und das ist im Endeffekt dieser ganze Pick-up-and-Deliver-Mechanismus, den ich hier bedienen will.
Deswegen gucke ich immer so ein bisschen, wo will ich eigentlich genau hin. So, jetzt könnte ich zum Beispiel hier hin wollen, da brauche ich braun und weiß. Also wäre braun noch ganz gut. Wenn ich jetzt mit dem da zum Beispiel, der geht arg darüber. Das ist vielleicht nicht so das, was ich möchte. Ich da, dann geht er ganz darüber. So, so könnte ich fahren. Genau, so machen wir das. Also ich lege einen dahin und hole mir da noch einen braunen. So, fünf gehen auf eine Seite. Und dann bin ich schon mal ganz gut vorbereitet, kann nächste Runde versuchen, da hinzukommen. So, jetzt darf ich zwei Teile nachziehen. Ist die Frage, habe ich irgendwas, um da hinzukommen? Das hilft mir alles gar nichts, das geht in die falsche Richtung. Ich würde nicht so eins. Ne, ich nehme mal hier so eins. Das erlaubt mir ein bisschen mehr Variationen. So, wenn ich mich nicht irre, darf ich auch einfach eins vom Stapel nehmen. So, Player-Teil. Player-Teils Upgrades. Hätte man ja vorher nochmal nachgucken können. Aber ups, egal. Ganz da hinten steht's. Ne. Sag mal. Purchasing Player-Teils. Genau. Ja, genau. Also ich darf auch von hier oben ziehen. So, nehmen wir das. Das sieht interessant aus. Und das wird eben aufgedeckt. Und dann ist der nächste an der Reihe. So, was können wir denn mit dem jetzt machen? Gute Frage. Der landet da drüben. Der könnte auch, der kann hier rüber, da auch hinwollen. Zum Beispiel, das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ja, dann machen wir doch das einfach mal. Ich benutze auch mal meine Pfeife. Überspringe das. Ich will das Braune. Ich nehme eine Kohle. Holen wir hier ein Braunes. So. Dann spiele ich noch eine Kohle, hole mir hier ein graues, dann gebe ich die 2 aus und hole mir hier den Minecart. Da kann ich jede Runde für eine Kohle mir ein Gold holen. Die Golddinger, die Goldnuggets, die liegen hier und die sind 3 bis 5 Punkte wert, das weiß man eben nicht so genau. Aber das ist auf jeden Fall interessant. Und dann gebe ich, glaube ich, auch einfach noch hier meine Pfeife aus und spiele das dahin. Das ist nämlich eine Pfeifenfabrik. Und jedes Mal, wenn ich da ankomme, bekomme ich eine Pfeife. So, haben wir also nichts verloren, sondern sogar was gewonnen. So, da ist jetzt die Frage, wie ich das eigentlich gleich nochmal machen, um ein bisschen voranzukommen. Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, das ist okay. So, dann nehme ich mal, ich nehme auch mal hier so eins zum schnell vorankommen. Die 3 kommen weg. Hopp. Die kommen auch weg. Das kommt alles weg und dann gibt es wieder neue Kohle. 1, 2, 1, 2. Okay, und weiter geht's. So. Ich glaube, als allererstes benutze ich mal meine Sonderfähigkeit hier und sage, ich benutze einfach das Feld, auf dem ich stehe und bekomme nochmal 2 Kohle. Ach, da habe ich die Pfeifen dazu geschmissen und da habe ich kein neues Teil aufgedeckt. So. Okay, grau-weiß, das klingt interessant. Also hier, ne, grau-weiß für 5 Punkte, das ist schon mal nicht schlecht. Aber eigentlich will ich ja hier hin. So, und da muss ich mich jetzt beeilen, denn der andere ist fast da. Also platziere ich mal das Teil hier und fahre mit dem dahin, bekomme ein weißes. Und dann fahre ich mit dem noch eins weiter und bezahle ein braunes und ein weißes, so wie es hier gefordert ist, bekomme 5 Punkte dafür
und einen Anteil in USA Freight. So, sehr schön. Den hätte man schon mal gesichert. Und wo wollen wir dann hin? Da hätte ich Rot und Weiß. Das könnte ich natürlich... Ach, weißt du was? Hier, komm. Wir geben noch eine Kohle aus. Fahren mit dem hier direkt eins weiter nach da. Bezahlen einen Roten, einen Weißen. Und bekommen 7 Punkte dafür. Zack, sind wir bei 12. Und einen Anteil in American Railroads. So, warum habe ich das Ganze gemacht? Also zum einen ist es natürlich ganz schick hier, ne, mit den Punkten, die man bekommt. Zum anderen bekomme ich eben jetzt diese Aktienanteile an dieser Firma. Und die sind durchnummeriert, jeweils von 1 bis 6. Na, also wenn ich mir den Stapel anschaue, zack, so sind die alle schön durchnummeriert von 1 bis 6. Die 1 habe ich ja gerade schon genommen. Und nachher am Spielende gibt es eben Spielmehrheiten. Ja, je nachdem, wer, also beziehungsweise für jeden für jede Aktiensorte gibt es Mehrheiten. Wer die meisten einer Sorte hat, bekommt 15 Punkte. Ja, das ist also wirklich nicht ohne. Und sollte jemand gleich viel oder sollten mehrere gleich viel haben, bekommt eben derjenige die 15 Punkte, der die niedrigste Zahl hat. Ja, deswegen habe ich mich jetzt so beeilt, mit dem hier hinzukommen, weil ich gesehen habe, okay, der will da auch hin. Ja, oder hierhin, je nachdem, der könnte zu beiden. Und deswegen wollte ich da ganz schnell vor ihm noch die Punkte abgreifen. Darüber hinaus gibt es am Ende des Ganzen auch nochmal hier die Stock Markets, einmal mit 3 und einmal mit 4 Punkten. Wenn ich da hinkomme mit meinem Zug, dann bekomme ich 3 bzw. 4 Punkte pro Anteil, den ich besitze, egal von welcher Firma. Muss dann aber halt einen abwerfen dafür. Aber da ist nochmal richtig Punkte drin, also von daher, das wollten wir uns nicht entgehen lassen. So, das war schon mein Zug für Blau. Jetzt darf ich noch eins nachziehen. Das ist jetzt die Frage, möchte ich den da haben? Ja gut, ich habe hier Grau, das ist vielleicht nicht verkehrt. Das Problem mit den Dingern ist nämlich, wenn ich die am Spielende, also egal welches Schwarze, wenn ich irgendein schwarzes Teil am Spielende noch auf der Hand habe, ist das minus 10 Punkte wert. Also ich sollte schon welche nehmen, die ich auch nachher noch ausspielen möchte. Aber ich glaube, jetzt am Spielanfang können wir das durchaus riskieren. So, das war mein Zug hier. Keine Probleme. Und dann ist der andere Spieler an der Reihe. Was macht der? Gut, also ich habe Weiß und Braun, ich habe Weiß und Rot. Ich könnte also durchaus beide bedienen. Das ist kein Problem. So, aber was mache ich nur? Eigentlich gefällt mir das gerade nicht so sehr. Gut, da könnte ich mir aber noch ein Weißes holen. Vielleicht mache ich einfach das. Ich fahre mal hier durch. Gerade durch für eine Kohle. Zack, kriege ich ein Weißes. Und dann... Ich glaube, ich fahre einfach mal mit einem dahin. Genau, ich fahre mal mit dem. Fahre ich mit dem darüber? Oder? Oh, ich fahre mit dem darüber. Ja, für ein Weißes und ein Braunes bekomme ich auch hier 5 Punkte und ebenfalls einen Anteil an USA Freight. Ich habe ja noch genug, mit denen ich da noch hinkommen könnte. Von daher macht das durchaus Sinn. So, den muss ich natürlich auch bezahlen. Und was machen wir jetzt noch? Jetzt könnte ich noch ein bisschen Gas geben da unten. Zum Beispiel. Oder da oben. Komme ich da hin? Da würde ich hinkommen. Müsste ich aber jetzt einen überspringen. Wie machen wir das? Ach, ich mache das anders. Ich benutze die Pfeife. Und noch 1, 2. Das sind übrigens die einzigen Felder dieses Schwarzen, auf denen mehrere Züge
stehen dürfen, überhaupt auch mehrere Züge unterschiedlicher Farbe stehen dürfen. Ansonsten darf auf jedem dieser Stops immer nur ein Zug stehen und ich darf an fremden Zügen nicht vorbeifahren normalerweise. Ja, aber an eigenen, die darf ich überspringen, über die darf ich quasi drüber hüpfen. Aber hier kann ich das ja problemlos so rum machen. Dann kann ich nämlich noch eine Kohle ausgeben und kann... Eigentlich könnte ich mit dem jetzt gerade nochmal zurückfahren, wa? Ja, komm. Ich mach... Oder? Ach nee, ich lasse das mal. Und fahre stattdessen... mal mit dem da los und hol mir da noch ein braunes. So. Okay. Nee, anders. Sorry, nochmal kurz zurück. Mache ich doch nicht. Ich gebe eine Kohle aus und hole mir einfach ein Gold. So, ich habe ja hier extra meinen Minecart. So, was haben wir? Schade, einen Dreier. Das bleibt geheim bis zum Spielende. Und dann kommt die Runde Nummer 4. Wieder zwei Kohle für alle. Das hier kommt noch weg. Zack. Und die Pfeife auch weg. Okay, achso, hier drüben muss ich noch einen nachziehen. Ich nehme, glaube ich, einfach mal einen vom Stapel. Aha, Coast to Coast. Blau und Grau. Blau habe ich nicht. Das ist schlecht. Okay, der Blaue ist an der Reihe. Der bräuchte Grau und Weiß hierfür. An sich noch ein Roter wäre nicht schlecht. Gibt's da? Kann ich mir einfach einen Roten holen? Ja. Ich gebe mal eine Kohle aus und benutze den, wo ich stehe. Ich habe hier dieses Caboose, was mir das erlaubt. Dann gebe ich eine Kohle aus und benutze das da oben, wo ich zwei Kohle bekomme. Ich glaube, den lasse ich einfach mal eine Weile da oben stehen. Und dann... Was machen wir dann? Mit dem will ich eigentlich gar nirgendwo hin. Dann fahre ich vielleicht einfach mal mit dem hier los. Und zwar peile ich gerade dieses Feld hier an. 25 Punkte. Fahre hier runter. Und mache dann da die Kurve. Und fahr auf das Graue. Kriegen wir einen Grauen dafür. Das war... War das schon der? Moment, ich habe mir da einen Roten geholt, habe mir zwei Kohle geholt. Ich glaube, ich habe noch einen, ne? Jetzt habe ich mich selber verwirrt. Macht nichts. Habe ich irgendwas sonst doppelt gemacht? Nee. Okay, dann sagen wir einfach mal, ich habe noch einen. Einfach, weil ich mich nicht erinnern kann. Möchte ich was Bestimmtes? Da möchte ich eigentlich nichts. Dann fahren wir einfach mal mit dem da hinten los und holen uns da noch so einen blauen. Das schadet nichts. Im Zweifelsfalle sind nämlich alle seltenen Zutaten, seltenen Waren am Spielende 3 Siegpunkte wert, alle normalen nur einen Siegpunkt. Von daher... Von denen, welche sammeln, ist im Zweifelsfalle auch nicht verkehrt. So, jetzt will ich auf jeden Fall einen weißen, mit dem ich da um die Ecke komme. Ja, der sieht ganz gut aus. Dann nehmen wir den. Und nehmen mal noch einen vom Stapel. So. Gucken. Okay. Dann ist der Rosane dran. Der Rosane... Was macht der? Kommen wir da irgendwo rum? Das ist ein langer Weg. Das ist ein blöder Weg. Dann nehme ich vielleicht einfach mal den. Möchte ich grau oder möchte ich braun? Ich nehme mal braun. Genau. So, fahre mit dem darüber. Dann fahre ich mit dem dahin. Und dann... Ah,
fahre ich, also habe mir gar kein braunes genommen. So, das ist natürlich ungeschickt. Ich bekomme eine Pfeife, weil ich dahin gefahren bin. Dahin, so. Und dann fahre ich mit dem hier einfach weiter dahin, gebe wieder ein weißes und ein braunes ab. Und jetzt habe ich schon mal die Mehrheit. Jetzt hat der andere zwar seine Nummer 1, aber ich habe zwei Stück von denen. So. Das war's. Die Pfeife. Möchte ich die ausgeben? Eigentlich nicht so sehr. Oh, wobei. Nee, das möchte ich mir mal noch offen halten, ob ich da noch hin will. Nee, ich glaube, die hebe ich mir mal noch auf. So. Und da möchten wir nicht hin. Ich nehme nochmal eins. Oh, noch einer von denen. Ah, wenn ich jetzt nicht die Mehrheit kriege, weiß ich auch nicht. Okay, nächste Runde. So, wieder zwei Kohle hier, die drei kommen weg. Ich glaube, das Spielprinzip habt ihr schon verstanden. Ich will euch nur noch eine Sache zeigen, nämlich was passiert, wenn hier hinten ein Zug ankommt. Also, da habe ich aufgefüllt, genau. Das ist jetzt aber kein Problem. Da komme ich nämlich jetzt hin. So, ist jetzt nur die Frage. Eigentlich könnte ich den noch dazwischen schalten. Jo. Also, ich fahre mit dem da hinten auf das Weiße. Dann benutze ich den, um hier nochmal zwei Kohle zu kriegen. Da ist das Caboose echt praktisch. Dann benutze ich eine Kohle, um das da einfach dahin zu legen. So. Zack. Und mit dem dahin zu fahren, bezahle ein graues und ein weißes, bekomme einen Rolling Thunder Share, schon der dritte Einser, den ich habe, auch wenn mir das nachher nur bedingt was bringt. Und jetzt, tada, fahre ich mit dem hierhin, gebe ein blaues, ein grünes und ein rotes ab für sage und schreibe 25 Punkte. 30, 42 Punkte. So, und sobald ein Zug hier hinten ankommt, darf ich ihn hier oben platzieren und darf mir jetzt hier ein beliebiges Feld aussuchen. Also hier ist eine beliebige Ware und zwei Pfeifen, eine bestimmte Ware, eine Kohle und eine Pfeife und sowas. Also es wird im Endeffekt von oben links aus immer schlechter und dementsprechend nehmen wir das Feld ganz oben, ganz links, bekommen zwei Pfeifen. Und eine beliebige Ware meiner Wahl. Was möchte ich denn? Vielleicht möchte ich... gute Frage. Was möchte ich denn? Da stehe ich auf Rot. Da kann ich Grün kriegen. Ich glaube, ich nehme mal ein Rotes. So, ich glaube, damit kann ich am meisten anfangen. Das war der hier. Und jetzt ist der andere an der Reihe. Was machen wir mit dem? So. Da holen wir uns ein blaues. Zack. Und dann brauchen wir noch ein graues. Haben wir irgendwo, da haben wir ein graues. Kein graues, da könnte ich umtauschen, das will ich eigentlich nicht. Mal gucken, wie kann ich denn das da hinlegen? So. Legen wir das mal so dahin. Dann fahre ich mit dem mal darüber, kriege ein graues. Dann kann ich das hier auf jeden Fall schon mal bedienen. Und vielleicht mache ich das jetzt einfach mal so. Ich benutze meine Pfeife.
leg das dahin, überspringe jetzt aber dieses Feld, das heißt, ich fahre noch weiter und fahre jetzt dahin, einfach mal ein bisschen voranzukommen und bezahle ein blaues und ein graues und kriege 7 Punkte und einmal Coast to Coast, den ersten Share. Okay, so, das war diese Runde. Und dann geht es wieder weiter. Ich glaube, ihr habt einen guten Eindruck an der Stelle bekommen. Allzu kompliziert ist das Spiel nicht. Wie schon gesagt, ich kann eine Pfeife jetzt eben auch benutzen, um wieder nach hinten zu fahren. Also ich könnte jetzt mit dem meinetwegen hier eins überspringen und darüber fahren, wenn ich wollte oder so. Genau, das macht durchaus gelegentlich mal Sinn, gerade wenn ich mal so einen Ort besuchen möchte. Man kann hier auch Loops bauen oder sowas, wo man einfach im Kreis fährt, wieder an denselben Punkt zurückkommt. Das gilt auch. Ja, also wenn ich es irgendwie schaffe, so einen Loop zu bauen, dass ich in eine Richtung losfahre und lande auf demselben Feld wieder. Ich sollte vielleicht auch so filmen, dass ihr was seht. Genau, lande irgendwie wieder auf demselben Feld, dann ist das durchaus auch in Ordnung. Und es kann auch sein, dass meine Züge gar nicht da hinten ankommen oder so, sondern dass ich hier irgendwie so viele Punkte machen kann. Ja, oder zum Beispiel hier über die Gold-Token, ja, mit dem Minecart, dass ich da die ganze Zeit Punkte machen kann. Das ist alles durchaus möglich. Aber natürlich habe ich hier hinten schon einen gewissen Anreiz hinzukommen, gerade eben dadurch, dass ich hier dann nochmal diese Boni kriege, also Waren und Kohle und so weiter bekomme. Also im Endeffekt wird es schwer sein, da sozusagen zu gewinnen, ohne überhaupt mal mit einem Zug da hinten anzukommen. Genau. Habe ich noch irgendwas an Regeln vergessen? Nee, wie schon gesagt, Endwertung, 1 Punkt für die normalen Waren, 3 Punkte für die besonderen Waren, 15 Punkte für jede Mehrheit an Shares bei Gleichstand, wie schon gesagt, die niedrigere Zahl gewinnt. Dann nochmal ein Punkt pro 2 andere Token, die ich habe, also egal ob Pfeife oder Kohle. Und minus 10 Punkte sollte ich hier so ein schwarzes Teil am Ende noch auf der Hand haben. Ja, also das sollte man tunlichst vermeiden. Genau, wer am Ende die meisten Fame Points hat, der gewinnt. Ach ja, eine Sache habe ich noch vergessen. Diese Upgrades, die kann ich auch einem anderen Spieler wieder abkaufen. Ja, also wenn ich sie hier kaufe, kostet das zum Beispiel einfach 2 beliebige, grau, weiß oder braun. Egal. Ich könnte jetzt aber auch das hier von einem anderen Spieler kaufen. Ne? Dann muss ich genauso den Preis an die Bank bezahlen, der da oben abgebildet ist. Und eine seltene Ressource, also grau, grün, rot oder blau an denjenigen, dem das gehört. Ja, das sind 3 Punkte, wie schon gesagt, das ist nicht ganz ohne. Von daher, aber ich kann die Dinger eben jemandem anderen klauen. Ja, im Endeffekt war es das und damit kommen wir zum Fazit. Ja, Fazit fällt mir noch ein bisschen schwer, muss ich sagen. Also wir haben es einmal vorher gespielt. Es war irgendwie ganz nett, aber so richtig vom Hocker gerissen hat es mich persönlich jetzt nicht. Die anderen glaube ich auch nicht so. Es war irgendwie so ein bisschen seltsam, weil einer sowas gebaut hatte, wo er im Endeffekt dauernd hin und her gesprungen ist. Irgendwie erschien das jetzt thematisch sozusagen ein bisschen problematisch. Von daher Geschmackssache. Ja, mein Geschmack war es jetzt nicht so hundertprozentig. Auch jetzt hier bei dem Spiel denke ich mir, ja, ach, naja, man trödelt da so vor sich hin, ganz nett, aber nee, ist nicht so ganz meine Welt, glaube ich einfach. Aber es hat sehr vielen Leuten sehr gut gefallen, von daher definitiv Geschmackssache. Ja. Es gibt auch schon eine Erweiterung, oder beziehungsweise wird es bald geben, wo dann hier in der Mitte nochmal die Rocky Mountains sozusagen in die Mitte kommen. Also eine große Gebirgskette mit Sonderregeln und so weiter. Klingt auf jeden Fall schon mal ganz interessant, aber ich glaube, für mich persönlich wird es das Spiel jetzt auch nicht retten, da noch eine Erweiterung drauf zu packen. Ich finde, das Material so vom Spiel her ist echt gut. Ne? Also hier mit den kleinen Zügen und sowas, das finde ich echt süß gemacht. Von daher kann man das definitiv lassen. Die Teile haben auch eine gute Dicke, also da verbiegt sich auch nichts und so.
Auch dass die hier so ausgeschnitten sind, finde ich eine schöne Sache. Die Kohle und die Pfeifen, wirklich alles toll gemacht. Auch schön große Klötzchen, nicht so winzige. Ja, also von daher definitiv gutes Spielmaterial, sehr gutes Spielmaterial. Das passt auch alles sehr gut zusammen. Ne? Das ist hier so ein Puzzlerahmen, das schon gesehen. Gut, wenn man es natürlich zeigen will. Ne? So, andersrum geht es besser. Kann man gut auseinandernehmen, alles toll. Aber der Aufbau von dem Spiel, da denke ich auch jedes Mal, ich weiß nicht. Also dafür, dass es eigentlich ein relativ einfaches Spiel ist, ist der Aufbau so ein bisschen so ein Rumgefuddel. Ne? Also ich muss erst hier alle schwarzen Teile wieder raussuchen, die mit den dunkelgrünen Seiten, okay, das kleinere Problem, die lege ich zur Seite. Dann mische ich erstmal alle, die nur normal aussehen, lege davon hier 9 hin. Dann muss ich hier einen Trading Post, einen Coal Yard raussuchen. Dann noch 2 von denen zufällig, von den Stadtteilen zufällig ziehen. Und dann noch ein zufälliges Sonderteil ziehen, was aber kein Trading Post, kein Coal Yard und kein Stadtteil ist. Und dann mische ich die noch mit 3 von denen und lege sie in die Mitte und dann mische ich alle Teile wieder zusammen. Und ich mir denke, bei Karten, okay. Ja, Karten lassen sich ein bisschen leichter mischen, wie solche Teile, finde ich. Naja, gut, wie dem auch sei, es geht. Es dauert jetzt keine Stunden, aber auf der anderen Seite auch hier in der Anleitung steht, man soll dann schon alle Kohle, je 2 pro Spieler, hier auf diese Felder legen. Hier dann halt kommen dann Pfeifen hin anstatt Kohle, und zwar nur 1 pro Spieler. Kann man machen, muss man nicht. Also wir haben im Endeffekt dann bei unserem Spiel, ich habe es jetzt heute mal zum Zeigen mal so gemacht, aber wir haben bei unserem Spiel einen einfachen Zug genommen von der Nicht-Spieler-Farbe und sind mit dem dann immer hier runtergerutscht, weil hier am Anfang diese ganze Kohle dahin zu sortieren, dann hast du diese wackeligen Stapel und sowas. Klar, man vergisst es weniger schnell, da mal Kohle auszugeben oder in welcher Runde man ist. Aber trotzdem, also ganz ehrlich, ich finde es irgendwie anstrengend. Naja, gut. Also ihr seht schon, wenn es einen dann nicht vom Hocker haut, dann fallen auch so Kleinigkeiten ins Gewicht. Eine schöne Sache finde ich das hier, ja, mit den Feldern als zusätzlichen Anreiz, eben da ins Ziel zu kommen. Das vergisst man gerne mal, wo man dann denkt, naja gut, das sind jetzt nur 25 Punkte für diese 3 besonderen Ressourcen. Ich muss einen riesen Aufwand treiben. Ja. Aber ich kriege ja hier auch wieder was raus. Also eine Geschichte noch. Wenn ich jetzt hier mit einem Zug stehe übrigens und eine Pfeife benutze, dann darf ich ja ein Feld überspringen. Ich darf auch so ein Feld überspringen und stattdessen direkt mich hier irgendwo hinstellen, ohne hier zum Beispiel diese Minuspunkte zu kassieren, weil ich die entsprechenden Rohstoffe nicht habe. Ja, also dafür sind solche Pfeifen unter Umständen auch ganz praktisch. Ja, im Endeffekt war es das schon. Wie schon gesagt, Erweiterung ist in Vorbereitung. Deutsche Version gibt es von dem Spiel keine. Wobei, wenn man eine deutsche Anleitung hat, ich habe jetzt nicht genau geguckt, aber bei BoardGameGeek lässt sich bestimmt sowas finden, kann man das auch problemlos auf Deutsch spielen. Denn es gibt nur ganz wenige von diesen Upgrade-Teils, die wirklich einen Text haben. Aber bei den anderen sind dann die Symbole auch nicht immer so klar, sodass es sowieso nicht schadet, die in der Anleitung nochmal nachzulesen, wo sie eben nochmal detailliert beschrieben sind. Ja, also wie schon gesagt, man braucht im Endeffekt nur eine deutsche Anleitung und dann kann man das problemlos auch so spielen, auch die englische Version. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Besser als mir vielleicht. Und wir sehen uns wie immer beim nächsten Mal. Ciao.